Es war eine kleine Krisenwoche mit glücklichem Ausgang. Und worum es genau geht, das wollen wir jetzt mit euch teilen. Herzlich willkommen hier in unserem Tiny House. Für diejenigen von euch, die uns noch nicht kennen, wir sind Anja hinter der Kamera und ich bin der Ilan. Wir bauen dieses Haus ja schon seit einiger Zeit jetzt. Wir befinden uns immer noch im Innenausbau, aber in der Finalisierung des Innenausbaus. Und da ist in dieser Woche, das können wir euch schon mitteilen, wieder mal einiges schiefgegangen. Dann auch natürlich wieder mit glücklichem Ausgang zum Schluss. Aber das Thema Wasser, wenn ich das jetzt mal so betiteln kann, ist wirklich ein sehr feuchtes Erlebnis gewesen diese Woche. Wir hatten mal wieder einige Lecks. Daher möchte ich jetzt auf genau dieses Thema auch eingehen und euch mal zeigen, was nun diesmal wieder undicht war. Ich stehe jetzt hier vor unserem Warmwasserbereiter bzw. vor der Heizung. Ich sage jetzt einfach mal Warmwasserbereiter, weil das Thema Wasser ist tatsächlich ein kleines Problem, welches uns schon jetzt seit längerem begleitet. Leider die Dichtigkeitsprobleme, die wir hier haben in diesem Haus, die natürlich erst dann aufgefallen sind, als wir die Anlage das erste Mal richtig in Betrieb genommen haben. Und was meine ich mit richtig? Wir haben hier das Wasser mal richtig heiß werden lassen. Und was ist passiert? Wir haben ja damals bei der Installation, die haben wir selber vorgenommen, wir können euch das Video gerne mal verlinken, beziehungsweise es sind mehrere Videos, wir verlinken euch jetzt einfach mal eins, da könnt ihr euch da sicherlich auch nochmal durchklicken, wenn euch das Thema interessiert oder ihr selbst vorhabt, eine solche Heizung hier wie die alte Kompakt 3020 zu installieren. Damals haben wir uns gedacht, okay, wir beauftragen einen Gas-Wasser-Installateur, was ja auch die richtige Entscheidung war. Das heißt, wir haben hier Haustechnik vermischt mit Campingtechnik. Das Problem war, dass wir uns damals für die Flex-Schläuche hier entschieden haben, die durchsichtig sind, beziehungsweise auch in Rücksprache mit unserem Gas-Wasser-Installateur, der sich aber mit dieser Anlage nicht so 100% auskennt, was wir ihn auch nicht übel nehmen können, wir damals auch nicht. Aber es geht ja darum, dass man aus den Fehlern lernt. Deshalb teilen wir das jetzt auch mit euch. Diese Flex-Schläuche sind eigentlich, so hat ein jetziger, sehr guter Bekannter von uns gesagt, eigentlich, das sind eigentlich Bierzapfschläuche, wenn man so möchte. Die sind für die Hitze gar nicht gemacht. Und das haben wir dann auch gemerkt, als da mal warmes Wasser durchfloss. Und zwar ging dieser auf wie ein Luftballon. Und ich dachte, das Ding platzt gleich. Das Problem fing aber nicht nur da an. Die Luftballonsituation hatten wir erst dann, als wir die anderen Stellen einigermaßen dicht bekommen haben, weil hier war alles undicht auf einmal. Also wir haben überall nachgezogen, alle Schellen nachgezogen, aber es hat irgendwann nichts mehr gebracht, weil die Leitungen sich ausdehnten durch die Wärme, durch die Hitze. Und als dieser Bereich dann so aufging, war uns klar, es müssen auf jeden Fall die falschen Schläuche sein. So wird das System nicht funktionieren. Und daher ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt nochmal erwähnen, das bitte so nicht nachzumachen, nicht mit diesen Schläuchen zu arbeiten. Unser Glück ist es, dass wir die Schläuche auch wirklich nur hier vorne installiert haben. Das heißt, sie haben eine Reichweite bis hier hinten maximal, wo dann hier oben schon wieder die normalen Hausleitungen laufen. Das heißt, so weit reichen die jetzt auch nicht. Ich zeige euch die jetzt mal. Diesen Schlauch hier, so sieht er aus, ein Schlauch mit Gewebe, die halten bis zu 100 Grad Celsius, kurzzeitig anscheinend bis zu 100 Grad Celsius Wassertemperaturen aus. So heiß wird das hier nicht, wahrscheinlich haben wir so um die 90 Grad, aber sie sind extra dafür gemacht, heißes Wasser zu befördern und somit dehnen sie sich auch nicht aus, weil das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Und dann schmeißen wir die Anlage nochmal an und hoffen, dass alles dicht ist. Wir hätten euch jetzt gerne mehr Bildmaterial dazu eingeblendet oder einblenden können, aber wir waren fix und fertig, wir haben überhaupt nicht an die Kamera gedacht. Hier stand alles unter Wasser. Weiter geht es im Wohnzimmer. In der letzten Woche hatten wir ja schon angekündigt, zu hoffen, euch in dem eigentlich heutigen Video das Ergebnis unserer Leisten zu zeigen. Wie vermutet, dauert es noch ein bisschen. Wir hatten nämlich auch da eine kleine Krise. Wir hatten uns ja extra, weil wir so schlecht mit den Gehrungsschnitten zurechtkamen, von dem Hersteller selbst eine Gehrungslade. Das ist dieses Teil, mit dem man auch eigentlich wunderbar Winkel schneiden kann, gekauft mit passender Säge. Und wir hätten nie gedacht, dass wir damit nicht zurechtkommen.
Also die Ergebnisse sind leider gar nicht zufriedenstellend gewesen. Wir waren total verzweifelt und haben dann am Ende eigentlich mit unserer Kappsäge weitergeschnitten und sind damit dann auch erst zurechtgekommen. Also das hat uns zeitlich auch so ein bisschen aufgehalten. Wie gesagt, wie das allgemein mit den Leisten funktioniert hat, zeigen wir euch dann in einem zusammengefassten Video. Dann stellen wir euch auch die Leisten nochmal genauer vor, weil das Ergebnis, Ilan kann ja mal ganz kurz hier hochgehen. Es sieht eigentlich wunderschön aus. Also die Leisten werden noch gestrichen, aber es wird super, super schön. Aber so ist das immer, wenn man die Dinge zum ersten Mal macht, dauert alles ein bisschen länger. Man muss erstmal seinen Rhythmus finden, seine richtigen Werkzeuge finden und dann klappt das auch alles. So viel also zu den Krisen. Wir wollen das Video heute mit einem Highlight aber auch noch beenden. Und zwar ist unsere Matratze, unser Bett angekommen mit Unterlüftung. Die haben wir auch noch dazu bestellt. Das heißt, in der nächsten Woche werden wir das erste Mal in unserem Tiny House schlafen. Halten das natürlich alles fest und wir sind total gespannt und freuen uns jetzt sukzessive hier ein bisschen einzuziehen und parallel dann mit dem Möbelbau auch zu starten. Das heißt, unser Ziel für die nächste Woche ist tatsächlich, hier mit den groben Arbeiten größtenteils durch zu sein, dass wir den Feinstaub hier einmal rauskriegen, einmal einen kleinen Grundputz machen, die Matratze einbauen und dann hier langsam, aber sicher ankommen. Wir hoffen, dass dann auch, wie Ilan eben schon sagte, in der nächsten Woche das Dichtigkeitsproblem endgültig vorbei ist und dass es auch so bleibt. Und freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und bis nächste Woche. Tschüss!